Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Runde im LS17 Goldcrest Rally Multiplayer und natürlich mit Mare. Mit wem denn sonst? Ja, Freunde, mit wem denn sonst? Was ist mit mir? Servus miteinander. Freunde, wir haben gerade voll die Planungsprobleme. Probleme, aber auch Ideen, wie wir jetzt unseren Hof möglichst schnell erfolgreich weiter wirtschaften können. Und zwar, erstens, das Feld muss ab, darum kümmere ich mich. Dann hätten wir ausgemacht, Gorsi, oder? Dass wir GPS häckseln und zwar nicht nur Getreide, sondern auch Gras. Achso, ich habe gedacht, dass der Hof zu neuer Blüte kommt, verkauft man. Weil wir es eh nicht schaffen. Das ist auch eine Möglichkeit. Weil wir das eh nicht hiegeln. Nee, genau, also GPS steht am Plan, also GPS häckseln. Ganz Pflanzensilage für alle, die nicht so ganz koscher sind. Oder grün. Sind die nicht grün? Grünpflanzen? Ja. Nee, genau. Also wir hätten vor mal hier ganz Pflanzensilage oder Grünpflanzen. Ich habe immer gedacht, ganz, das heißt grün. Ganz. Weil man das im grünen Stadium der Pflanze noch macht. Ja, naja, das machst du ja nicht nur beim... das heißt wirklich ganz Pflanzensilage. Okay. Auch wenn grün auch zu großen Teilen Sinn ergeben würde. Ja, aber okay. Nee, aber wir machen das. Ist ja egal. Genau. Ja. Aber zur Vorarbeit, das Rapsfeld muss noch weg. Dann, ja, ich mache jetzt hier gerade mal Feld 26 fertig, nachdem das nur zur Hälfte gemacht wurde irgendwie. Und ja, dann sollte man irgendwann mal auf den Punkt kommen, dass wir alles vielleicht mal so ordentlich haben hier. Das wäre der Plan. Und diesen dann Zeitpunkt werden wir nie erreichen. Wir werden ein rotes X ins Thumbnail reinmachen, wenn dieser Tag erreicht ist. Das war bei der letzten Folge failed. Genau. Irgendwie so. Das failed, ja. Nee, bin fast fertig. Jetzt, was hatten wir noch auf dem Plan, damit ich das mal kurz im Kopf abwickeln kann? Wir haben gesagt, ganz Pflanzensilage für BGA zum Verkauf. Dann haben wir gesagt, den Raps verhauen wir noch weg. Dafür kaufen wir uns das GPS, Gebiss oder Schneidwerk. Genau. Dann ist jetzt die Frage genau, wo ist Getreide? Da müssen wir auch schauen. Wir können ja... Ja, im schlimmsten Fall müssen wir noch was anpflanzen. Aber wir hätten ja genügend Ländereien. Also das wäre Feld 4 und Feld 5. Wir sind ja Diebe. Feld 4, Feld 5 freut sich auf uns. Tja. Jetzt ansonsten haben wir wirklich nicht viele. Hast du echt recht. Es ist nur die Feld Frage. Feld 2 sind Sonnenblumen. Feld 7, Feld 8. Das ist Erntereft, das ist aber alles Raps und Sojabohnen. Ja, im schlechtesten Fall kannst du aber keine Getreide mehr klauen. Das muss dir bewusst sein. Es geht ja auf 8, Feld 4, 5 und 18. Ja, die gehören uns aber alle nicht. 4, 5, 11 und 18, das ist mir egal. Ja, probier's erstmal aus, ob's geht. Ich weiß es gerade echt nicht wegen den Missionen. Weil ja eigentlich die Pflanze auch ja, immer wieder durchwechselt. Du meinst, die Mission? Na, die Mission ändert sich ja. Wenn ich das abgeerntet habe, gibt es immer noch eine Mission. Dann heißt halt die Mission nicht mehr Sonnenblumenfeld, sondern Güllefarm oder so. Ja, das habe ich eben noch nie ausprobiert, ob man also wirklich Getreide klauen kann. Aber ja, probieren wir. Also testen. Ich glaube, wir haben es ja probiert. Das müsste gehen. Na, die letzten Felder haben wir gekauft. Deswegen. Beziehungsweise auch wegen dem Ändern nach Neustart. Also dreschen ist ja wieder, war ja damals eine andere Sache als bearbeiten. Bearbeiten ging nie, aber dreschen schon. Ja, ja, aber wir haben ja auch das eine Rübenfeld haben wir gekauft, dass das eben nichts anderes wird. Weil es kann ja nach Neustart beziehungsweise halt irgendwie random sich ändern. Deswegen meine ich bloß. Ach so, ja, ja, das ist klar, das ist klar. Aber müssen wir mal gucken. Das hat sich noch nie geändert, oder? Das wäre doch... Käse, doch. Wenn sich die Fruchtsorte vom Feld ändert, nur weil wir es nicht gekauft haben. Ja, aber die NPCs bearbeiten es ja auch weiter. Also du hast ja bei einem Feld verschiedene Zustände. Ja. Da hast du ein gegrubertes Feld und ein paar Stunden später wächst halt dann wieder was da drauf. Deswegen meine ich bloß, so aber ja. Ich kann mich da jetzt auch gerade täuschen, dass das... Keine ich Ahnung, hoffe, dass wie es gesagt. Geht. Für uns wäre es positiv. Jetzt haben wir minus 33.000, warum? Weil mal wieder irgendwelche Kosten. Irgendwelche Kosten, dieses Wort. Kosten. Es kostet viel. Ja.
Ja, dann, achso, du bist noch am Rapsdreschen, oder? Ich bin ja am Rapsdreschen, ich bin aber fast fertig, also. Na dann. Es ist nicht mehr viel. Oh, bei mir noch ein bisschen mehr. 26 zieht sich noch ein bisschen und. Essen müssten wir es echt. Was haben wir denn an unserem Rostelmarsch? Wo ist denn der? Das normale Maisgebiss ist da dran. Dann auf geht's. Oh ne, Mais haben wir gar nicht mehr auf der Karte. Ich weiß es nicht. Haben wir schon Mais gemacht? Ja, du hast irgendwie Mais gemacht, oder? Ja, ja. Ja, im schlimmsten Fall müssen wir halt echt Gras häckseln. Das ist ja kein Problem. Da hätten wir sogar eine eigene Wiese. Aber da wird nicht viel zusammenkommen. Also, das. Das glaube ich auch. Kann man jetzt, müssen wir erstmal schauen, ob wir am Feldhäcksler Schneidwerke. Es gibt ein. Ein Capello. Gibt's. Wusste es gar nicht, dass das geht. Was? Es gibt ja auch ein Kronendirektschnellwerk und eins von New Holland und eins von Capoli und eins von Rostelmarsch. Das ist die Frage, wir nehmen das mit 6,10 Meter, oder? Das Capello oder was? Genau, es hat einen Meter mehr. Boah. Nee, das geht nicht für den, das geht nur für den Big X. Ah ja, stimmt. Der Rostelmarsch. Das ist zweimal dasselbe mit zwei verschiedenen Aufsätzen, 10 cm Unterschied. Ja, das, aber die Aufnahme am Häcksler selber ist unterschiedlich. Das wow! War doch mit dem Rostelmesh immer das Problem, dass der irgendwie einen anderen Winkel hat als die anderen. Und deswegen sieht es dann ziemlich beknackt aus. Uns kostet es übrigens 2500 Ocken. Was? Zu mieten, also das ist kein Geld. Ja, ja. Wenn wir erstmal wieder 2500 Euro im Plus sind. Das schaffen wir mit dem Raps, mit dem ganzen anderen Raps, das sind ja 50.000, da kommen wir locker ins Plus. Aber das ist halt krass, die täglichen Kosten sind einfach extrem gestiegen. Jo. Ja, du musst das ist ja total. Die täglichen Kosten sind ja abhängig von der Maschinenlaufzeit. Ja, genau. Und dann hast du ja noch hier auch die Preise, was du für das Zeug kriegst, sind ja auch ja, mehr oder weniger gesunken eigentlich. Also stimmt, ja. So viel kriegst du nicht mehr. Also du musst jetzt schon ein bisschen besser wirtschaften, ja. Das sieht man, ja. Das sieht man. Deswegen bin ich gespannt, was da bei der Silage dann rauskommt. Ob das wirklich noch so eine Goldgrube na, ist, oder... Na, hoffentlich ein Plus. Ja, ja, das schon. Aber ob es halt wieder so eine exorbitante Goldgrube ist wie früher oder nicht? Glaube ich nicht, aber es wäre zumindest... Ich hoffe, dass es so ist, dass man immer noch damit... eine der besten Möglichkeiten hat, Geld zu verdienen. Ja. Das sollte es eigentlich auch sein und bleiben. Aber... Wobei natürlich die Erntemenge bei Zuckerrüben ist natürlich auch immer krass. Also von dem her, da hast du zwar nicht den super Verkaufspreis, aber dafür hast du halt immer wahnsinnig viel Masse. Ja. Apropos, da hätten wir noch richtig viel Masse rumliegen. Messi? Wo? Zuckerrüben. Ja, wir warten ja auf heilige Zeiten, ne? Ach, stimmt. Verkauf, also hier, Verdopplung. Aber da war irgendeine große Nachfrage, war am Start der Folge. Ich hab's auch Sonnenblumen. Weggedrückt. Ah, Sonnenblumen, okay. Aber haben wir Sonnenblumen? Ich schau mal kurz ins Lager. Ich glaube nicht. Geht denn das nochmal? Hier steht's. Wir haben Sonnenblumen 6000 Liter. Immerhin. Oh, doch so viel. Und wir kriegen bei Right Agribusiness diese Verdopplung. Das heißt, wir kriegen eigentlich bei Gold Crisp Pacific Grain sogar noch mehr. Also, ergibt keinen Sinn. Das ist totaler Mist. Okay. Wir bekommen aber 1255 beim Right Agribusiness für den Raps. Das ist immerhin... Ja, das ist doch schon mal ordentlich. Das ist gut. Ja, das ist in Ordnung. Gucken. Achso, du bist noch am Dreschen. Eine Spur noch. Sehr gut. Läuft. Maxi ist am Flügen. Gut. Ja, Maxi, wenn du fertig bist, kümmer eigentlich auf das Feld. Mach mal da drauf. Lass mir kurz selber schauen. Feld 30 war... Also Feld 26 könnte dann schon jemand langsam das Säen anfangen, theoretisch. Was machst du bei 26? Grubbern.
Da gehört zwar eigentlich gepflügt, aber ich habe jetzt das Zeug nur untergegrubbert. Ja, man hätte auch mit der Direktsaat drüber fahren können, ich weiß. Aber das mag ich nicht. Ich mag das nicht. Bringt jetzt dem Grubbern wenig, also dann hätte man es gleich sein lassen können. Bringt ihm eventuell. Ja, dem sind jetzt kein Vorteil, ne? Nö. Außer wenn wir eine Maispflanze oder eine nicht direkt saatfähige Pflanze hier, weißt du? Ja. Ist richtig. Wir haben halt jetzt echt wenig auf der Map zu abzuernten. Jetzt muss ich mal schauen. Wir haben Feld 31, das ist auch nicht gekobert, das gehört uns. Also säen wird eine tolle Aufgabe jetzt. Ja. 31, 26, 30. 28, 25. Also eigentlich 5 Felder, 6 Felder, 7 Felder, okay. 8 Felder. 8 Felder müssten gesät werden, also säen. Ja, könnte man sich ja mal so eine Lämpchen dann leihen. Ja. Ohne Direktsaat. Siehst du? Ja, und schon ja, rentiert sich wieder das Grubbern. Ja, die sind eh alle gekommen. Ich wollte es nur erwähnt haben. Mhm, ja, du hast eine tolle Idee gehabt, quasi. Danke, ja, super. Ja. Alle weiß. Geflasht von deinem Einfallsreichtum. Brutal, gell? Also Wahnsinn, also ich hätte das nie gedacht. Ja, aber es gehört halt irgendwie auch zum Gameplay dazu. Das ist halt das. Klar, direkt zack, geht schnell, aber dann brauche ich eigentlich gar keinen Grubber mehr auf dem Hof stehen. Eben, das ist halt das der ist Punkt. Irgendwie dann auch doof. Über auf Schnelligkeit oder auf Realismus annähernd. Annähernd Realismus. Ja, ich betone das immer, weil dann heißt es wieder, du bist realistisch. Nein. Ja, deswegen musste ich auch lachen. Jo, richtig. Ja, ich weiß. Aber halbwegs. Halbwegs heißt in dem Sinne, dass wir das, was wir auf dem Feld machen, in einer realistischen Art und Weise versuchen zu tun. Wir versuchen es, genau. Ja, das möchte ich so stehen lassen. Ja. Das, was wir nicht tun, ist realistisch uns im Verkehr verhalten, Transportwege realistisch zu nutzen oder naja, andere Sachen. Also aber rechts überholen, nicht auf den Verkehr achten. Ja, läuft. Da kann ich doch nichts für. Na, hab ja auch nicht nur von dir gesprochen. Alter. Bin ja auch schon in den Verkehr reingedengelt, weil ich nicht geschaut habe. Okay. Gut, dann werde ich mal kurz den Drescher zusammenklappen. Und zum Hof fahren? Ja, die Frage ist zum Hof eigentlich nicht, weil wir haben ja noch woanders Felder, oder nicht? Nö, eigentlich im Moment, glaube ich, bestellt ist nichts. Können was jetzt eigentlich beide Drescher uns? Das ist eine gute Frage. Schau doch mal in der Übersicht, welcher nicht dabei ist, dann weißt du, welcher gemietet ist. In welcher Übersicht? Ja, in der Garage halt. Weil gemietete Fahrzeuge kommen ja in der Garage nicht vor. Glaube ich. Aber wir könnten mal den Manitou dann zurückgeben. Den Manitou, ja, können wir machen. Jetzt fahre ich den wenigstens schnell zum Feldrand vor. Jetzt schauen wir nach. Also. Na, offensichtlich gehört der Häcksler zumindest schon mal uns. Beide. Und der Fendt gehört uns. Also beide Drescher gehören uns. Ja, der Fendt. Achso, und der Masse nicht. Der Masse nicht. Ah ja. Dann könnte man den Masse den kleinen Fendt geben. Ja, aber trotzdem, den Masse können wir ja dann erstmal zurückgeben. Muss nur irgendwas gepflügt werden. Ja. Wo ihr jetzt auf Anhieb wisst. Ja. Was? Moment. Übersicht. 3 Sekunden. 4, 5. du hast 30 fertig. Dann wäre eigentlich hammermäßig super, was nicht abgeerntet ist. Also Feld 29 und 27 gehören gepflügt. Ja, 29 gehört uns nicht, 31 wäre zu pflügen, 20 und 22. Ja, aber 31 ist schon gegrubbert, also doppelt gemoppelt. Ach, 31 ist gegrubbert, okay, dann die 20. Die
Die 27 auf jeden Fall. Ja, 27. Gut. 27, ja. Die 27 muss nicht gepflügt werden. Also ich würde schon bei den dreimal säen und dann pflügen behalten. Weil sonst sind wir nur noch am Pflügen. Feld 20. Aber wo, ach so, wenn es rot ist, muss es gepflügt werden. Genau, richtig. Okay. Also gut. 22, weiß ich nicht, was da drauf ist. Also ist es wirklich so, dass man dreimal drauf säen kann und dann erst pflügen muss? Ja, so war, also so hieß es mal, dass da eben drei so Stufen gibt und wenn die dritte Stufe erledigt ist, dann muss man eben wieder pflügen. Ja, genau. Okay, dann 31. Das muss ja immerhin gepflügt werden. Ja, wie gesagt, und 26 machen wir dann beim nächsten Mal, also nach der nächsten Ernte pflügt man das dann mal. Allerdings, wenn du schon dabei bist, können wir das eigentlich auch gleich. Nee, ich bin jetzt über die Hälfte schon fertig mit Grobern. Da brauchen wir jetzt nicht pflügen. Okay, das ist da ist die See. Wie gesagt, dann ich war jetzt auf Feld 20, aber bisschen pfui. Maxi, das lobe ich mir, diese Einstellung. Ja. Müssen wir sowieso mal. Ja, für heute ist jetzt aber erstmal Schluss, würde ich sagen. Ja, das auf jeden Fall. Wir sind raus. Macht's gut. Servus. Ciao. Tschüss. Servus.